Dies ist eine Gleichung zweiten Grades mit einer Unbekannten und hier sind die Auflösungsformeln dazu. Spätestens wenn man die Werte von a, b und c festlegt, erkennt man, dass c 0 ist, woraus wir schließen, dass diese Gleichung nicht vollständig ist. Und jedes Mal, wenn die Gleichung zweiten Grades unvollständig ist, kann man sie viel schneller lösen als mit dem Delta-Verfahren. Wenn der unabhängige Term fehlt, dann kann man auf jeden Fall x ausklammern. Und somit erhalten wir ein Nullprodukt. Das Produkt von zwei Faktoren kann nur dann 0 sein, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist. Das heißt, wenn x 0 ist oder wenn x 5 Viertel ist. Somit haben wir diese zwei Lösungen sehr, sehr schnell gefunden und stecken sie in die Lösungsmenge hinein. Und so konnten wir diese Gleichung viel, viel schneller lösen als mit dem Delta-Verfahren. Also, ehe wir eine Gleichung zweiten Grades lösen, schauen wir sie uns gut an.